Das ist das Museum Rietberg in Zürich. Ich habe mir dort die Ausstellung Im Namen des Bildes, das Bild zwischen Kult und Verbot in Islam und Christentum, angesehen. Neben einem christlichen Altarraum ist ein Moscheeraum eingerichtet worden und man sieht schon, wie sehr viel reduzierter hier die Bildsprache ist. Das ist der Gebetsteppich mit der Gebetsnische und dem heiligen Licht. Das sind die Umrisse der Sandale des Propheten Mohammed und eine sehr elegante Art, die Abbildung einer Person zu umgehen, ist auch dies hier, die Fußsohlen von Ali, das war der Schwiegersohn des Propheten. Die Ausstellung möchte mit einem landläufigen Vorurteil aufräumen, nämlich dass im Vergleich zum Christentum im Islam ein sehr viel strikteres, ja absolutes Bilderverbot gelten würde. Das sei nicht der Fall, sagt Axel Langer, der Kurator der Ausstellung. Wichtig ist halt die Entwicklung im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert hatte man sozusagen versucht, wir sind in der Zeit des Kolonialismus, die eigene europäische Kultur überzubewerten und die anderen Kulturen unterzubewerten. Und man hat dann versucht zu zeigen, also im Islam gäbe es eben keine Bilder, und es gibt ein schönes Zitat, wo steht, dass sie eben kein, ihnen fehlt diese hellenistische Empathie, das ist natürlich Quatsch. Aber damit konnte man sagen, wir sind die legitimen Erben der Antike und der Renaissance und die anderen haben das eben nicht. Aber man hat es auch gebraucht, um zu sagen, deswegen haben die keine Kunst und sind nicht so wertvoll wie wir. Und genau dieselbe Argumentation hat man im Antisemitismus gebraucht. Die Juden haben auch ein Bilderverbot. Es ist ja ein jüdisches Bilderverbot am Anfang. Und deswegen haben sie keine Kunst und deswegen können sie auch keine Künstler sein und deswegen haben sie sozusagen auch keine Kultur. Also ein ganz simpler, blöder Strang an Argumenten, die sowohl gegen den Islam wie gegen das Judentum gebraucht wurden. Links säubert Mohammed die Kaaba, er wirft heiligen Figuren hinaus und ähnlich der heilige Nikolaus und die Bildsprache ähnelt sich. Und hier ist der Unterschied aber am größten zwischen den beiden Religionen. Links Christus, wie wir ihn kennen, und rechts auch ein Porträt, aber ein Schriftporträt von, in diesem Fall von Mohammed. Und zwar wird er beschrieben, wie er aussah, wunderschön, sein Bauch stand nicht vor, der Kopf war nicht disproportioniert oder zu klein und die Wimpern sehr lang und die Stimme wie ein natürliches Echo. Und beiden Bildern wurde Schutzfunktion zugesprochen, beide wurden an die Wand gehängt. Und hier sehen wir auf einer byzantinischen Handschrift aus dem 11. Jahrhundert links die Ikonophilen, die Bilder verehren, und unten rechts die Ikonoklasten, die, wenn man da näher dran geht, dann hat ein Ikonophiler den Ikonoklasten die Gesichter zerkratzt und ironischerweise einen Akt von Ikonoklasmus begangen. RefLab.